Ja, du hast richtig gelesen. Hier kommen jetzt 5 Gründe, warum du Borderlands definitiv anschauen solltest und vielleicht sogar im Kino, wenn du alles andere, alles bessere wahrscheinlich schon gesehen hast. Und dann empfehle ich dir auch auf Deutsch. Selbst wenn du normalerweise eher englische Filme bevorzugst, dann gib dir das auf Deutsch, weil nur dann machen die Dialoge so richtig Spaß und für deine Erwartungshaltung, ja, das Ding ist richtiger Mist, aber weil das wirklich der beschissenste Film 2024 ist, solltest du ihn geguckt haben. Er ist nicht langweilig, er kann nicht nur so im Hintergrund dahin lödeln auf Netflix. Nein, die volle Aufmerksamkeit verdient dieser Film, weil so ein Scheiß siehst du, glaube ich, nur einmal im Jahr. Und starten wir direkt mit dem ersten Grund. Und das ist nicht wirklich ein Grund, sondern die Frage, wie du an diesen Film herangehst, also deine Erwartungshaltung. Weil dieser Film, ich kann es nicht oft genug betonen, ist richtiger Scheiß. Das ist kein Trash. Wobei ich sagen muss, in den letzten 5 bis 10 Minuten war ich dann im Geist auch so bei diesem Trash-Level und hätte mir vielleicht noch eine halbe Stunde mehr geben können, weil ich war dann im Mut des Films. Ich wusste, dass das einfach eine Frechheit ist, was da auf der großen Leinwand passiert. Und wenn du in dieser Einstellung bist, dann hast du vielleicht sogar eine gute Zeit. Nicht so eine gute Zeit wie mit einem Trash-Film, wie bei Sharknado zum Beispiel, weil dafür ist er nicht blutig genug. Aber wenn du Terrifier guckst, dann willst du ja auch wissen, dass da eigentlich nur Leute auseinandergenommen werden. Und wenn du Fast and Furious guckst, naja, dann weißt du, dass da auch absoluter Blödsinn passiert. Aber genau deshalb gehst du eben in diesen Film. Und wenn du diesen Mindset oder dieses Mindset hast bei Borderlands, naja, dann hast du die richtige Erwartungshaltung, weil, naja, es ist eben der größte Scheiß bisher 2024, aber noch ist das Jahr ja nicht vorbei. Grund Nummer 2, die Dialoge. Und da ist ebenso wichtig, dass du das auf Deutsch guckst, selbst wenn du normalerweise englische Versionen schaust. Ich habe den Film auf Deutsch gucken müssen, in Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, was sich die Synchronsprecher gedacht haben oder ob sie auch das Skript hatten auf Englisch und dachten, so ein Blödsinn, da haben wir jetzt die beste Zeit. Dann hatten die das auf jeden Fall, weil die Dialoge, die sagt so nur nicht jeder, sondern da sind so weirde Sprichwörter drin. Mir ist nichts hängen geblieben, müsste es eigentlich bei diesem Quatsch, aber nicht ein normaler Satz kommt da zustande und du schüttelst dir von Sekunde 1 den Kopf und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wer schreibt denn das? Wer schreibt das? Du kannst es nur begründen, wenn du als Synchronsprecher vielleicht auch noch die beste Zeit haben willst und denkst dir, ja, das hatte ich noch nicht in meiner Vita, warum nicht? Dann bitte Borderlands. Grund Nummer 3, der Humor. Und ich weiß, Humor ist hochsubjektiv, aber nicht einer. Nicht einer hat in diesem Kinosaal auch nur geschmunzelt. Und ich habe auch noch von keinem gehört, der darüber geschmunzelt hat. Es ist einfach nicht lustig. Und da ist ein Charakter bei. Oh mein Gott, dieser kleine Roboter. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Ich habe auch nichts mit dem Spiel selbst zu tun. Ich habe das Ding nie gespielt. Mag auch eine Referenz sein, wie man diesen Film einschätzen sollte. Wobei ich auch von mehreren Leuten gehört habe, die das Spiel gespielt haben, das macht den Film nur schlimmer. Also mag es ganz gut sein, zurück aber zum Humor bzw. zu diesem einen Charakter. Oh mein Gott, mir ging noch nie eine Figur so sehr auf die Nerven von Sekunde 1. Er hält nie den Mund. Und wo wir ja eben über Dialoge gesprochen haben, er macht die bekacktesten Dialoge. Es ist unglaublich, er hört nicht auf zu reden, das ist maximal nervig. Bis du eben so am Ende des Films bist, dann bist du darauf eingestellt. Aber ich musste noch nie so sehr in einem Kinosaal sitzen bleiben und mir denken, Felix, das ziehst du jetzt auch bis zum Ende durch. Also Humor auf gar keiner Ebene ist das gut. Nicht schwarzhumorig genug, nicht unter der Gürtellinie genug, nicht flach genug. Auf gar keiner Ebene kannst du das eigentlich witzig finden. Es ist einfach nur bescheuert. Grund Nummer 4, er ist ab 12 Jahren. Und warum ist das beschissen? Naja, weil er hat dann nicht mal das. Er hat nicht mal den Punkt, dass er blutig genug ist, um damit eine gute Zeit zu haben. Dann wäre dieser Film immer noch unlustig, er würde immer noch scheiß Dialoge haben, aber er wäre zumindest blutig. Und das wäre der einzige Grund, warum man sich den dann wirklich ein zweites Mal angucken würde. Irgendwann zu Hause, so ein bisschen als Fan-Favorite vielleicht von blutigen Filmen, dann denkt man sich in der Runde, ey, wir müssen gleich los, wir müssen gleich weiter, wir hatten schon ein bisschen was gebechert, vielleicht, dann können wir uns jetzt noch Borderlands angucken, da muss ich mich ja eh nicht drauf konzentrieren, freue mich aber auf die deftigen Kills. Nee, gibt's nicht, das Ding ist FSK 12, von daher ist es auch da bums langweilig und kann hier den einzigen Punkt, den dieser Film hätte machen können, ja, den lässt er auch liegen.
Und Grund Nummer 5, warum du dir Borderlands auf gar keinen Fall entgehen lassen solltest, ist der ganze Look des Films. Er sieht von Sekunde 1 fürchterlich, fürchterlich künstlich aus. Und was mich am meisten aufgeregt hat, wir sind hier auf einem Wüstenplaneten oder der ist komplett zerstört, alles ist irgendwie dreckig und irgendwie die Leute, die da kämpfen und sich bewegen, die müssten auch dreckig werden. Werden sie aber nicht. Nicht eine Sekunde. Na gut, vielleicht mal eine Sekunde direkt nach dem Kampf, aber dann auch nur so hier und da. Auch super künstlich und in der nächsten Szene, entweder waren sie kurz duschen oder haben ihre Klamotten gewechselt oder haben keine Ahnung wie viele Outfits dabei. Aber es wäre, als wenn gar nichts gewesen wäre. Irgendwann fliegen sie komplett durch so ein Monster durch, was da nicht blutig ist, aber eine Szene ist, wo sie auch komplett dreckig werden müssten, sind sie auch genau wieder eine Sekunde. Aber ich weiß nicht, ob sie dann vergessen haben im Drehbuch, was die Szene vorher war. Und ja, es gibt dieses eine Gerät, diese fiktive Dusche, die musst du irgendwie an dich halten und dann bist du wieder sauber. Ja, der Joke wird einmal verwendet, aber machen sie das alle paar Sekunden oder ich weiß es nicht. Aber ich versuche mir hier gerade irgendeinen Grund zurechtzubiegen, warum sie immer sauber aussehen, obwohl sie eben durch eine fucking Wüste latschen. Ja, aber das ist Grund Nummer 5, der Look des Films. Und einen kleinen Bonusgrund gibt es obendrauf, ja, Exposition, und zwar Exposition Dumping. Von Sekunde 1 bekommst du hier erzählt, was eigentlich abgeht, und zwar permanent. Ja, also nicht mal eine gute Geschichte liefert Borderlands. Nicht, dass ich das erwartet hätte, aber es ist einfach ein Rundum-Paket der Scheißigkeit des schlechtesten Filmes 2024 bis jetzt. Und ich sehe es nicht, dass das überboten oder eher unterboten werden kann. Aber auch das ist irgendwie eine Großartigkeit. Ja, so ein bisschen war ich, wie gesagt, am Ende des Films und habe gedacht, ja, das ist eine große Freiheit, aber irgendwie fand ich es auch großartig, genau. Aus diesem Grund. Ich hoffe also, dass du ebenso viel, naja, sagen wir mal, Spaß mit Borderlands haben wirst, wie ich am Ende des Films dachte ich so, ja, klar, das jetzt auch noch. Ja, und wenn es irgendwann später auf Netflix ist, wahrscheinlich in so 2,5 Wochen, gefühlt zumindest, kannst du ihn wahrscheinlich schon auf Prime kaufen, weil das Ding nimmt ja nichts ein an den Kinokassen, verständlicherweise. Also ja, wahrscheinlich spar dein Geld und warte darauf. Aber irgendwie eine gute Zeit. Auf einer gewissen Ebene kannst du damit auf jeden Fall haben. Zumindest, wenn du mitreden möchtest, was der beschissenste Film 2024 ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Und bis dahin, hoffentlich, bis zum nächsten Mal.